Ja, moin Leute, willkommen zurück zu Way of the Hunter. Ja, letzte Woche war nicht so viel los, habt ihr ja gesehen. Da kam Freitag und Samstag leider kein Video. Das ist wohl dem Umzug geschuldet, den ich jetzt hinter mir habe. Auch jetzt ist die momentane Situation noch nicht sehr, naja, angenehm, da ich auf dem Boden meines alten Zimmers sitze und ja, mit so einem halben Buckel versuche, hier Way of the Hunter aufzunehmen. Ja, ist auf jeden Fall alles noch ein bisschen, ja, im Wandel, sagen wir mal so. Aber naja, ich versuche mal jetzt hier eine ordentliche Folge aufzunehmen, dass wir das alles wieder so halbwegs in den Griff bekommen, ne? So, wir sind wieder unterwegs in Afrika. Ihr seht, nachdem wir letzte Woche in der Anfangsmap unterwegs waren, auf Nespers Valley, ich glaube, das war der Name, ja, sind wir jetzt mal wieder, 4 Wochen später, müsste es so sein zumindest, zurück im Afrika-DLC und ich. Oh, Moment, 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 Moment. Da war. Oh mein Gott, was? Was? Es geht direkt mit 5 Sternen los. Okay. Ich wollte mich eigentlich gerade noch darauf eingehen, wo ich überhaupt unterwegs bin. Ich bewege mich gerade durch den Nordwesten der Savanne. Und. Naja, ich dachte, ich schaue mich hier mal ein bisschen um, aber dass ich jetzt hier direkt 5 Sterne vorm Auge habe. Das ist natürlich eine äußerst nette Sache. So, da drüben haben wir auch ein paar Tiere. Kudus. Auch schön. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine ordentliche Auswahl. Da sollten wir aber erstmal die Waffen wechseln. Ich habe die Stayer Monoblock dabei. Die könnten wir zwar benutzen, aber bei den Büffeln wird das nicht funktionieren und bei den Kudus. Ja. Wir machen's safe und holen uns die Stayer Carbon. Auf jeden Fall. Ich habe übrigens gesehen, dass es bald neue Waffen geben soll. Meine ich zumindest. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die kostenlos dazukommen oder ob das irgendwie wieder DLC ist oder so. Aber ich meine, dass ich das jetzt die Tage gelesen habe, dass da ein paar neue Waffen ins Spiel kommen. Und falls dem so ist, ach, das muss das 5 Sterne sein, oder? Ihr seht diese riesigen Hörner, ne? Moment, wir haben 2 5 Sterne, kann das sein? Wir haben wirklich 2. Ach du Scheiße, 2 5 Sterne Tiere nebeneinander? In einer Herde? Alter. Okay, das ist insane, würde ich mal sagen. Die Frage ist, wie die Tiere müssen sich noch einmal drehen. Wie macht man das am besten? Haben wir denn eine Tröte für solche Tiere dabei? Das sind doch Kaffernbüffel, nicht? Nee. Sieht nicht so aus. Ich will jetzt auch nicht nochmal ins Auto und gucken. Weil ich glaube, dafür haben wir keinen. Ja, nichts zum Anlocken. Wie macht man das jetzt also am besten? Entweder wir nehmen uns das Auto und positionieren uns neu. Oder wir warten darauf, dass die Tiere, so wie jetzt, ihre Position ein bisschen ändern. So wie ich übrigens auch. Ich versuche gerade eine bequeme Position auf dem Fußboden einzunehmen. Oh Gott. Okay, dieses 5-Sterne-Tier ist uns zugewandt. Das sollten wir treffen können. Gucken mal, was für ein Visier ich hier dabei habe. Okay. Da haben wir das Tier. So, 250 Meter müssen wir noch einstellen. Gehen wir mal auf 200 Meter. Wir haben leichten Rückenwind, aber der Wind ist eigentlich irrelevant. Boah, das ist echt prächtig, das Tier. Nur von vorne ist es halt jetzt auch nicht so geil. Es könnte sich schon durchaus noch ein bisschen für mich drehen. Ich meine, ich könnte aufs Rückgrat schießen, aber das ist allgemein immer keine gute Idee. Oh ja, noch ein bisschen. Ja, komm, noch ein kleines bisschen mehr. Komm. Obwohl, das steht jetzt an sich auch treffbar, ne? Ach komm, schon einer von euch beiden wird mir doch eine Chance gewähren, dass ich mir diese schönen Trophäen holen kann. Wir haben auch in der Lodge noch kein einziges Tier ausgestellt. Er wäre das Erste. Oh ja, jetzt. Das sieht gut aus. Ja, genau. Ich hoffe, ich schieße nicht gegen das Horn. Das ist so riesig. Okay, jetzt hintereinander sich verstecken ist aber auch nicht die feine englische Art, ne? Aber jetzt. Ja, was machst du jetzt? Komm. Aber. Ich könnte jetzt theoretisch auf seinen Bauch schießen. Aber ich glaube. Oh, jetzt. Ja, das ist eine gute Chance. Okay. Das haben wir uns direkt geholt. Kommt irgendjemand, um mich anzugreifen? Holy shit, wir haben das direkt erlegt.
Wo ist denn das andere vom Sternetier? Ich sehe es gar nicht mehr. Na gut, eins von denen wird es noch sein. Kennt man gar nicht so gut gerade. Oder rennt es gerade auf mich zu? Ich bin schon die ganze Zeit am Umschauen. Nicht, dass es auf einmal vor mir auftaucht und mich K.O. schlägt. Na gut. Ich würde sagen, das lief durchaus gut. Also ich habe vielleicht ein bisschen lang gebraucht dafür jetzt. Kann ich, gebe ich zu. Gebe ich offen zu, aber dafür gibt es gleich noch ein Tier obendrauf. Moment. Wir gucken erst, was das ist. Ich sag 2 Sterne. 2 Sterne. Ja. Auch eine durchaus gute Herde. Also hier in der Gegend scheinen... Hier war ich ja noch nie, gell? Dafür, dass ich hier noch nie unterwegs war, sind ja erstklassige Tiere unterwegs. Ja gut, dann nehmen wir uns so eins natürlich noch mit. 3 Sterne. Ich glaube, wir haben schon mal 3 Sterne hier gehabt. Aber ich freue mich natürlich darüber. Auch direkt erlegt. Nice. Dabei fand ich den Schuss gar nicht so nice. Ich dachte eigentlich, dass ich ein bisschen zu weit links war. Aber offensichtlich hat es gereicht. Das Tier ist nicht mit einem Schuss gestorben. Tiere haben übrigens schön noch kurz gewartet. Die Chance habe ich genutzt natürlich, um das andere Tier noch abzuschießen. Wenn ich mich nicht täusche, war das Tier auch ausgewachsen. Naja, werden wir dann sehen. Jetzt holen wir uns erstmal die... Ne, wir holen uns erst die Kudus und dann dieses Tier, denn wir haben noch die Chance, ein weiteres 5-Sterne-Tier zu holen. Und dafür müssen wir uns nur mal grob markieren, wo das ist. Das ist ungefähr... hier? Könnte hinkommen, oder? Okay, dann sammeln wir mal die Tiere ein und schauen mal, was alles Schönes dabei gewesen ist. Ich meine, wir wissen es ja, aber schauen wir es uns an. Gut, da haben wir unser schönes 3-Sterne-Kudu, war jetzt nicht weit entfernt. Das andere Tier können wir gleich mal gucken, haben wir auf jeden Fall tödlich getroffen, oder? Ja, Luftblasen, die Lunge haben wir erwischt. Gucken wir mal hier von vorne. Warte mal, stimmt mit dem... Irgendwas stimmt doch mit dem Gesicht nicht, oder? Oh. Okay, ja, ich weiß, was mit dem Gesicht nicht gestimmt hat. Da guckt ein Unterkiefer raus. Und warte mal. Mal von unten gucken. Naja, gut, was soll man sagen, ne? Manchmal glitschen die Tiere schon noch ein bisschen, aber dafür ist das Geweih oder die Hörner sind doch schön, ne? Gut, nehmen wir es mal mit. Oh. Schaut euch das an. Also heute läuft irgendwie. Ich habe gerade die Aufnahme angeschmissen. 5-Sterne-Tiere, 2 Herzschüsse. Es läuft, Leute. Sehr gut. Auch wenn man ja sagen muss, dass das Herz jetzt nur so, ja, nicht direkt getroffen wurde. Mehr so Streifschuss, aber ist okay, nehme ich mit. Trotzdem waren wahrscheinlich nur 4 Sterne Jagdbewertung. Dachte ich mir. Aber das kommt in unsere Ausstellung. Ich glaube, wir haben schon 3 Sterne. Aber, ja, ich weiß nicht genau. Man kann nie genug haben. Ich glaube aber, besser als 3 Sterne hat man noch nicht, deswegen habe ich es mal mitgenommen. Gut, ich folge jetzt mal der Blutspur und suche das andere Tier. 2 Sterne, wenn ich mich nicht irre, aber das wird man ja gleich sehen. Okay, das ist ein interessanter, schöner Anblick, den wir da unten haben. Da liegt unser Tier direkt an der Wasserquelle und dahinter sind die restlichen Tiere und daneben Ruinen, soweit das Auge reicht. Auch irgendwie ein cooler Ort. Ja, auch, ich meine, gut, hier gibt es nicht viel zu sehen, ne? Es sind nur ein paar Steinhaufen und ein paar Trümmer, aber ja, das Ganze, das sieht doch schon irgendwie ganz schön aus. Naja, okay, ich habe mich entschlossen, wir haben noch 2 Männchen in der Gruppe. Ein 2-Sterne erwachsenes Männchen oder ein 1-Sterne erwachsenes Männchen. Wir haben auch noch ausgewachsene Tiere. Aber, ich glaube, ich will die Herde weiter optimieren und deswegen das 2-Sterne-Männchen übrig lassen und das 1-Sterne-Kudu abschießen. Ja, um den DNA-Wert zu steigern. Ich denke mal, das macht Sinn soweit. Ups, falscher Knopf. So, legen wir uns mal hin. Ihr könnt eigentlich die Stayer Monoblock dafür benutzen, oder? Ja, komm. Wir wollen ja auch mal wieder eine 5-Sterne-Jagdbewertung. Oh, interessant, ich lege mich in dem Spiel hin und irgendwie lege ich mich auch gerade auf meinem Fußboden hin. Das ist irgendwie miteinander verknüpft. Oh Mann. Ich komme mir irgendwie ein bisschen dämlich vor. Aber egal. Mich sieht ja keiner. Gut. Kudu. Ich denke mal, wir machen's kurz und schmerzlos.
Obwohl, na komm, wir schießen einfach hier. Auf die Brust oder auf den Kopf. Was meint ihr? Wind haben wir nicht viel. Wir haben auch... Die Entfernung passt ziemlich gut. Ich würde auf den Kopf schießen. Dann läuft es nämlich nicht noch so weit weg. Okay, oder ich verkacke irgendwie. Och nein, das blöde Hinlegen versaut mir gerade alles. Alles. Bist du es? Welcher war es denn jetzt? Ich glaube, der ist es, ne? Da zu treffen ist eigentlich jetzt... Ach, Mann. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Aber wir müssen da hinterher. Also, ich muss es noch töten. Ansonsten haben wir jetzt wieder hier ein Tier rumlaufen, was eine Kugel schon im Wanst hat und... Ja, das ist ja auch für die Herde Shit. Wir holen jetzt erstmal schnell das hier unten, auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal. Ich meine, das wiederzufinden sollte ja eigentlich keinerlei Probleme darstellen. Hätte ich doch... Ich frage mich, warum das nicht gestorben ist. Ich habe doch so... Ich müsste doch den Kopf getroffen haben. Ja, der Monoblock war einfach die falsche Entscheidung, schätze ich. Das Tier war ganz gut getroffen an sich. Hat nur leider nicht gereicht, dass es sofort gestorben ist, aber naja. Gut, ist ja nicht so wild. Nur dadurch haben wir diesen Anblick und die weitere Chance bekommen, ne? Dadurch, dass wir dem Tier gefolgt sind, ansonsten wäre ich dem gar nicht erst hinterhergelaufen. Ja, erwachsen. Gut, es war doch noch nicht ausgewachsen, war aber trotzdem nur ein Stern. Das heißt, das andere Tier mit den zwei Sternen soll ja trotzdem noch einen besseren DNA-Wert haben. Und deswegen sollten wir jetzt schleunigst uns mal dorthin bewegen und das Einsternetier noch töten. Ich meine, die müssten ja jetzt eigentlich hier direkt hinter dem Berg stehen irgendwo. So weit können sie ja nicht gekommen sein. Oder? Die müssten doch hier sein jetzt. Aua, oh. Keine Stunts, bitte. Hä? Okay, scheinbar... Oder bin ich jetzt in die falsche Richtung gedüst? Ne, die müssten doch eigentlich hier irgendwo sein. Okay, naja, scheinbar sind sie weg. Okay. Moment, was habe ich getan? Bin hier... habe ich mich jetzt verlaufen? Oder habe ich sie... Ach, egal, Leute. Ist egal. Lassen wir sie ziehen. Ist mir doch egal. Wir suchen jetzt unser 5-Sterne-Büffeln. Unseren 5-Sterne-Büffel. Meinetwegen überlebt das Tier halt. Vielleicht sehe ich sie nochmal, wenn ich jetzt... eine Runde drehe, aber ich glaube, die sind weg. Naja, mal gucken. Ich bin noch ein kleines Stück weiter um den Berg drumherum gefahren und tatsächlich habe ich sie doch noch gefunden. Sie standen wirklich nur ein Stück weiter hier am Hang. Naja, gut. Falls ihr es wissen wollt, also ich stand vorhin hier und habe ja in diese Richtung hier geschaut und sie stehen jetzt halt hier am Hang. Gut. Dann würde ich sagen, bringen wir es zu Ende. Ein Stern erwachsen, da haben wir es. Wir nehmen wieder die Steyr Monoblock. 200 Meter ist eine sehr akzeptable Distanz. Hocken wir uns noch hin. Diesmal legen wir uns nicht hin. Hinlegen ist irgendwie immer noch ein bisschen verbuggt manchmal. So, der Wind ist irrelevant. Tier, bitte. Sonst schieße ich dir in den Kopf und dir dann noch in die Lunge mit einem Schuss. Da bräuchte ich aber die andere Waffe. Okay, noch ein bisschen. Ja, so ist gut. Ja, gut, oder? Denk schon. Schießen wir nochmal? Nee. Geduckte Haltung heißt, dass das Tier auf jeden Fall tödlich verwundet wurde. Gut, dann sammeln wir das Tier ein und gehen danach zum Büffel. Ich werde wahrscheinlich nicht das Tier nochmal extra zeigen. Obwohl, doch, komm, wir zeigen es. Da könnt ihr wieder raten, was für ein DNA-Wert es hat. Fürs Protokoll, ich sage, mal ein Stern, das Geweih sah okay aus. Ich sag 50%. Ja, wirklich 50% sind im Dreh. So 40 bis 50. So, ich hoffe, ihr habt euch eure Schätzung überlegt. Ja, bleibt dabei. 40 bis 50%. Ja, ich habe 50 als erstes gesagt, also bleibe ich auch bei den 50. Kurzer Blick auf das Geweih. Es ist zumindest symmetrisch. Okay, let's go. Ja. Gucken wir noch erstmal. Der Schuss war ja an sich nicht schlecht, ne? Er war nur zu schwach, weil der Monoblock nicht genug Power hatte, schätze ich. Ja, das Gehirn war halt nur 5 bis 10 cm höher. Ein bisschen höher gezielt und das Ganze wäre kein Problem gewesen. Naja, gut, sei es drum. Dadurch haben wir das Tier nochmal verfolgt und der zweite Schuss war deutlich angenehmer.
Schön mittig auf dem Lungenflügel. So lässt sich das. So kann sich das sehen lassen, ja. So, oh, meine Schätzung war 50%. Ich habe gesagt 40 bis 50. Mit 53 war ich aber nicht weit weg, oder? Also 50% habe ich gesagt. Ich war wieder nur 3% daneben. Also bis jetzt läuft es bei mir ganz gut. Nur letztes Mal hatte ich Probleme. Was für Tieren waren das nochmal? War das die Wapitis, die ich nur so schlecht einschätzen konnte? Ich weiß gar nicht mehr, was für Tiere es waren. Ich weiß nur noch, dass ich irgendeine Tierart nicht einschätzen konnte. Es muss ja dann auf Nespers Valley der Map gewesen sein. Ja, gut. Ist ja auch Wurst. Ist ja egal. So, jetzt widmen wir uns wieder ganz den 5-Sterne-Tieren. Ey, ich zögere das immer weiter hinaus. Dabei hätten wir das gleich als erstes machen sollen. Das, naja, gut. Das Beste kommt zum Schluss, ne? Gehen wir mal rüber. Wisst ihr, Leute, es hat auch Vorteile, wenn man so Sachen rauszögert, wie zum Beispiel diesen Büffel zu suchen, denn. Ja, die Büffel sind von ganz alleine wieder hierher zurückgekehrt. Das heißt, ich muss sie überhaupt nicht mehr suchen. Sie sind direkt da. Ach, herrlich sowas, oder? Herrlich. Haben sie sich einfach gedacht, naja, unser toter Bruder liegt noch dort, wir sollten ihm noch die letzte Ehre erweisen, kommen nochmal zurück und grasen hier nochmal ein bisschen in der Nähe. Naja, ist ja schön und gut. Ja, freue ich mich. Da hinten sieht man schon, das ist unser Zielobjekt. Ach, die chillen auch hier. Die haben ja richtig Ruhezone oder so. Gut. Naja, dann. Wir müssen nur bedenken, dass der Wind in ihre Richtung weht. Obwohl, ich bin schon leicht links daneben. Das passt. Müssen wir halt mal schauen. Ist wieder ungünstig die Position. Obwohl. Ist halt wieder so schräg von hinten. Das mag ich so gar nicht. Schräg von vorne ist mir lieber. Schräg von hinten trifft man die Lunge immer so schlecht. Ich muss mir unbedingt diesen Ort hier merken. Also wenn diese Büffelherde so viel Potenzial hat, dass schon zwei 5-Sterne-Tiere darin enthalten sind, dann müssen die anderen Tiere auch einen ziemlich hohen DNA-Wert haben. Auch wenn nur 1-Sterne-Tiere dabei sind. Ja. Aber es muss nichts heißen. Muss nichts heißen. Na gut. Oh ja. 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 Oh, perfekt. Besser geht's nicht. Jetzt nur noch, lauf nur noch an deinem Kollegen vorbei und dann. Oh, bitte lauf noch 1, 2 Meter. Bitte noch ein Stück. Mach doch nicht so einen Schabernack. Oh ja. Okay, perfekt. Critical Hit. Ja, der sollte das nicht überleben. Läuft schon gebückt. Perfekt. So, nehmen wir doch noch jemanden mit. Ah, das war ein schlechter Schuss. Zack. Ja, der vielleicht war schon besser. Zack. Ja, das arme Tier schon wieder, aber. Es vergeht doch nicht mindestens eine Folge, in der ich wild auf irgendwelche Tiere baller. Apropos wild auf Tiere ballern, dieses Tier hier könnte 5 Sterne haben. Guckt euch das Geweih an. Oh mein Gott, was ist hier heute los? Was? Oh mein Gott. Ah ja, ne? Hier war irgendwo noch eine Blutsspur, die muss ich mir nochmal markieren. Moment. Ja, aufleuchten bitte. Da. Gut, und daneben läuft die andere Blutspur. Ich hole das Auto. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, würde ich sagen. So. Dann Tier Nummer 1 mit den 5 Sternen. Was sagt ihr, was hat das für einen DNA-Wert? Ich sag, naja, es muss ja irgendwie zwischen 95 und 100 sein, oder? Obwohl zwischen 90 und 100, sagen wir mal so. Ich sage, es hat. Oh, jetzt kommt es auf genaue Schätzung an. Ich sage, es hat 96,7. Prozent DNA-Wert. 96,7. Merkt euch diese Zahl. So, und jetzt schauen wir uns den Schuss an. Perfekt frontal in die Lunge. So heftig, dass das Tier einfach instant gestorben ist. Ich meine, wir hatten so einen spitzen Winkel, das ist halt durch die komplette Lunge einmal durchgefahren. Das ist geil. Das war ein richtig guter Schuss. So, und jetzt 96,7. Merkt euch meine Worte. 92,4. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr geschätzt hättet. Gut, das hätte ich vorher sagen sollen, aber letzten Endes ist doch Wurst. Könnt es trotzdem in die Kommentare schreiben. Okay, dieses Tier. Wirklich geil. Wirklich, wirklich geil. Ich sehe sehr viele Neunen überall. Ja, neun, fast eine Tonne, 92. Gut, über 800, fast $900 dafür. Ich bin hin und weg. Taxonomie. Das kommt in die Ausstellung und du wirst nicht alleine in der Ausstellung stehen. Das ist ja das Beste daran. Fahren wir mal ein Stück weiter.
Mal gucken, ob wir das Tier vielleicht schon sehen hier von dem Hügel aus. Auch mal hier gucken. Das sieht auf jeden Fall nach einer mittleren Menge Blut aus, wenn ich das sehe. Ja. Klar. Haben wir entweder die Hauptschlagader erwischt. Na, guck mal, da liegt das nächste. Und da rechts müssten die Tiere von eben sein. Ja, da haben wir wahrscheinlich eine Hauptschlagader erwischt. Wunderbar. Da hinten sehe ich noch ein Camp, wenn ich das... Oh ja, richtig. Das müssen wir dann auf jeden Fall noch freischalten. Und das hier ist unser zweites 5-Sterne-Tier. Wir gucken auch dieses Tier mal von vorne an. Wir haben ja noch gar nicht so richtig dieses, naja, Geweih, nennt man das Geweih, betrachtet. Wir haben auf jeden Fall eine klare Blutspur. Naja, wir gucken mal rein hier, gucken mal rein. Was haben wir denn getroffen? Hauptschlagader haben wir getroffen, linken Lungenflügel haben wir getroffen. Ja gut, alles klar. War ein doppelt guter Schuss, ne? Gleich zwei lebenswichtige Organe. Naja, Hauptschlagadern sind jetzt keine Organe, aber zwei lebenswichtige Stellen im Körper getroffen. Und wieder 5 Sterne. Diesmal allerdings weniger als 90% DNA-Wert. Hätte ich nicht gedacht. Hätte nicht gedacht, dass man mit so einem DNA-Wert schon 5 Sterne erreichen kann, aber offensichtlich passt es ja. Von dem Gewicht ist es auch ähnlich wie das andere Tier. Könnt ihr mal hier auf die Trophäenwertung gucken. Größter Abstand, okay. Ja gut, ich denke mal, das ist von den Hörnern, ne? Von links nach rechts. Die Spanne, sozusagen. Ja, cool. Dann gucken wir das doch nochmal von vorne an. Einfach mal, um das ganze Ausmaß zu sehen. Junge, das sind, wie viel sind das? 1 Meter? 2 Meter vielleicht? Also da bei Trophäe stand ja Koeffizient 1,1. Keine Ahnung, was das jetzt bedeuten soll. Ist mir auch egal. Du kommst in die Sammlung. Und jetzt müssen wir noch was Wichtiges checken. Hat dieses Tier dort hinten etwa auch 5 Sterne? Und was ist mit der anderen Blutspur? Wir haben hier noch irgendwo ein Tier angeschossen, was noch, naja, tödlich verwundet wurde. Okay. Gucken wir nochmal ein bisschen um. Okay, ich werde mal sagen, ich bin fündig geworden. Erstmal, ich habe herausgefunden, was das für ein Tier ist. Und zwar, ich weiß gar nicht, das hier? 3 Sterne hat es auf jeden Fall. Nee, es war nicht das. Das ist es auch nicht. Das aber. 3 Sterne und ausgewachsen. Im Vergleich zu den 2 Tieren von eben, ist schon fast wieder Schmutze. Nein, das will ich nicht sagen. Nehmen wir auf jeden Fall mit, würde ich mal sagen. Und, naja, hier drüben liegt das Tier hier tot im Gebüsch. Ja, zwischen den ganzen anderen Kaffern, Büffeln, die da noch in der Herde sind. Allerdings von dieser Herde haben wir inzwischen zu viele Tiere rausgenommen. Also, naja, die 2 besten. Ich weiß nicht, ob ich hier noch jemanden schießen will. Aber sie kommen jetzt in meine Richtung. Das könnte gleich nochmal schießwütiges Fest werden hier. Naja, wir wollen auf jeden Fall... Oh mein Gott, das könnte gleich wirklich eskalieren. Ich hoffe nicht, alle Kaffernbüffel chargen mich, wenn ich jetzt schieße. Naja, was soll schon passieren, ne? Let's go, let's go. Na, wer kommt? Wer... Oh mein Gott, sie kommen wirklich. Lad nach, Brudi. Lad schneller nach. Noch einer? Ja, was? Wer will jetzt noch, hä? Oh nee, da will noch wirklich noch einer. Nee. Und jetzt entkommen oder was? Spinnt wo? Ihr spinnt wohl. Okay. Ich habe gesagt, das wird eskalieren und es ist eskaliert. Wie lustiger wäre es gewesen, wenn die anderen Tiere, die aus der anderen Herde mich auch noch angegriffen hätten. Oder alle Tiere aus dieser Herde. Naja, wir haben jetzt sehr viele Tiere getötet. Tut mir leid. Aber, naja, was soll ich machen? 1, 2, 3, 4. 4 kann ich jetzt zählen, na gut. Hallöchen. Na? Oh, den haben wir 2-mal geschossen. 1-mal zu hoch. Ja, und dann nochmal. Ah, hier, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, obwohl doch durch den Kiefer noch durch und... Ach mein Gott, was soll's. Gucken wir mal, was du bist. Weiblich ist okay, kann man machen. Also alle Weibchen finde ich in Ordnung. Die können mich ruhig angreifen. Hauptsache, ich mache keine Männchen mit hohem DNA-Wert kaputt. Aber das wäre dann traurig. Ja gut, Leute. Sammeln wir mal alle Tiere ein. Danach ist die Folge auch zu Ende. Wir haben genug Massakers heute. Ah ja, obwohl, was heißt Massakers? Wir haben genug Tiere heute getötet.
Nur zum Schluss, das gleicht schon ein bisschen so einem Massaker, aber naja. Gut. Du bist unser Drei-Sterne-Tier, nicht? Ach, shit. Nee. Nee, war es nicht, du bist erwachsen. Aber du hattest trotzdem eigentlich recht großes Geweih schon. Ja, was soll's. 50% DNA wert ist jetzt nicht die Welt. Weg mit dir. Weg mit dir. So, auf ins Auto. Obwohl, da drüben liegt noch eins. Das können wir eigentlich auch noch schnell des Autos näher. Oh Mann, ey. Irgendwie sind die Kaffernbüffel das, was die Bergziegen auf den anderen Maps sind. Tiere, die einfach. Ja, naja. Die es einfach drauf anlegen, in Massen drauf zu gehen. Obwohl bei den Bergziegen ist es dem geschuldet, dass es einfach viele sind, die leicht zu erschießen sind. Diese Tiere, da ist es halt schuld, dass sie einen einfach angreifen so gerne. Naja. Gut, du bist erwachsen weiblich, auch in Ordnung, Abfahrt. Okay, jetzt haben wir noch das eine Tier da hinten. Hoffentlich unser ausgewachsenes. Ja, sieht gut aus. Moment, Schuss. Nee, das kann doch nicht unser. Hä? Haben wir unser ausgewachsenes jetzt eben schon eingesammelt? 85% DNA-Wert, schade drum, muss ich ehrlich sagen. Echt schade. Aber gut, was soll's, ne? Kann man jetzt nicht ändern. Aber habe ich jetzt das ausgewachsene Tier echt schon eingesammelt? War das das erste? Naja, gut, kann sein. Kann schon sein. Egal. Was soll's. Okay. Dann kann es jetzt eigentlich nur noch ein Tier hier irgendwo geben. Und zwar hier, wenn ich mich nicht irre. Genau, und das war das Tier von vorhin noch. Das Weibchen, was wir noch. Oh Gott, die Blutspuren hier überall. Das Weibchen, was wir noch angeschossen haben im Lauf. Erster Schuss schön in die Innereien und der zweite Schuss. Okay, voll in den Schwanz. Oh, voll in den Knochen rein. Okay, dass dieses Tier überhaupt gestorben ist, ist ja fast schon ein Wunder. Dann ist es auch kein. Alter, auch ein recht hohen DNA-Wert. Es war ein Männchen, ne? Doch kein Weibchen. Ups. Ah ja, habe ich jetzt ein bisschen zu schnell weggeskippt. Das erklärt auch die vielen Blutspuren, die hier gewesen sind. Das Tier hat einfach lange gelebt, weil ich einfach nur ja keine Organe getroffen habe, ne? Naja, okay. Gut, Leute. Ich glaube, dabei würde ich es belassen für heute. Haben jetzt hier nochmal genug Tiere erlegt. Ist auch erstmal nichts mehr in der Umgebung nach dem Geballer. Und ja, ich würde sagen, Mittwoch geht's weiter. Morgen kommt natürlich eine Folge Rocket League, wenn nichts dazwischen kommt. Aber das sollte alles klappen. Es kann immer noch sein, dass ab und zu mal vielleicht eine Folge ausfällt, weil mein Leben gerade sehr planlos verläuft, muss man sagen. Und immer mal was spontan dazwischen kommen kann. Aber das werde ich dann meistens mitteilen. Ne? Gut. Also dann, Leute. Schönen Dank fürs Einschalten. Hat mich wieder sehr gefreut. Ich hoffe euch auch. Falls ja, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen oder einen Daumen nach oben. Vielleicht auch ein Abo wäre ganz gut. Und ja, schaltet gerne wieder ein beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst es krachen und ciao, ciao.